Ihr habt gerufen. So. Dünner hier ist geheilt. Dann identifizieren wir die Sachen. Riemen der Stumpfheit. Plus 4 gegen stumpfe Waffen. Den ziehst vorläufig mal du an, bis ich weiß, ob den jemand anders brauchen kann. Eine Helebarte. Plus 1, die kann niemand tragen, soweit ich weiß. Jahira kann keine Helebarden. Gut, kann die verkauft werden. Weil Minsk benutzt 2-Handschwerter. Und dann können wir bei Dünner hier zweimal das wegnehmen. Die Feuerpfeile identifiziere ich nämlich jetzt mal nicht. Sondern hebt mir das Ding auf. Für den Fall, dass wir nochmal was identifizieren müssen. Unter meiner Würde. Oh, und es dämmert langsam wieder. Wie spät ist es denn? 17 Uhr. Also Ingame-Zeit. Es war nicht ganz ersichtlich hier abzulesen, aber hier steht... Ach nee, 21 Uhr, Entschuldigung. Tag 17, Stunde 21. Mhm. Imuen kann noch mal Pfeile vertragen. So. Da steht ein kleines Mädchen. Aber zu der kommen wir so nicht hin. So müssen wir außen rumlaufen, wie ich ja gesagt habe. Gut. Eichhörnchen. Nach Süden können wir nicht. Komisch, ich habe eigentlich gedacht, hier würde es irgendwo einen Winterwolf geben, aber ich glaube, den gibt es dann... Doch, hier müsste es mindestens einen geskripteten Winterwolf geben. Es ist ja immer so, dass Gegner zum einen zufällig hier auftauchen, so wie jetzt die Wölfe und die Gnolle. Also nicht die Gnolle, die da blau waren und mit uns gesprochen haben, also mit dem blauen Kringel, sondern genau solche Gnolle hier. Aber dann gibt es halt auch Gnolle, Gegner, die geskriptet sind, so wie die beiden Muskelpakete da gerade eben, die beiden Hirnlosen. Und so dachte ich eigentlich, dass hier auch ein Winterwolf herumstreunt. Sammel bitte das Geld auf. Danke. Noch ein Edelstein. Und noch mehr. Gut. Sehr schön. Also ja, ich war immer der Meinung, dass man hier im Wolkengipfelgebirge mindestens einen Winterwolf findet. Also in diesem Gebiet hier meine ich. Also entweder hat der keinen festen Punkt. Oder er ist gar nicht hier zu finden. Naja, wir haben noch ein bisschen was, was wir uns angucken können. Wo wir ihn finden könnten. Also ich war immer der Meinung, hier läuft definitiv einer rum. Also hier trifft man auf jeden Fall einen Winterwolf. Für die Aufgabe in Nashkel. Ja, hier ist nochmal so ein geniales Schild vom Wolkengipfelgebirge. Und es wird immer dunkler. Kann auch sein, dass der Wolf sich schlafen gelegt hat. So, das Fitzelchen da oben noch. Können wir hier runtergehen. Das Mädchen suchen vor allem Dingen. Weil kein Winterwolf bedeutet auch kein Fellum, das bedeutet kein Geld. Hier lang können wir noch kurz gucken. Da sind wir am Wasserfall. Sogar an einer Quelle, wenn man es richtig sieht. Ja, hier mündet eine Quelle raus, fließt da den Fluss runter und hier den Wasserfall entlang. Ups. Da lang wollte ich bitte.
Komm, die Dummen. Jawohl. Und jetzt taucht er auf einmal auf. Okay, das überrascht mich jetzt. Das ist... Au! Das ist nämlich ein Winterwolf. Beinahe unter meiner Würde. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden dem sein Odem macht? Oh. Deswegen gibt er aber auch 975 Erfahrungspunkte und einen Pelz, der 500 Gold wert ist. Eure Dienerin so, ja, Hira, du heizt mich erst, ja, heißt das Batalis, soll bevor wir den Level abmachen. Ich hab genug davon. Was? Der hat uns aufgelauert, die Sau. So, eine Stufe höher. Oh, wir dürfen einen Punkt verteilen. Würde ich mal sagen, in stumpfe Waffen, weil ich ja nachher gesagt habe, dass ich die hauptsächlich benutze. So, einverstanden. Gut, jetzt heißt es, das Mädchen finden. Auch wenn es jetzt schon dunkel ist. Gucken wir mal, ob sie noch da ist. Wo wir sie gesehen haben. Das müsste hier auf der anderen Seite gewesen sein, genau da. Übrigens, das hier ist ein bisschen irritierend. Man könnte meinen, das hier wäre ein Übergang, aber das hier ist eine Klippe. Was wollt ihr? Gut. So, wir gucken mal vorsichtig unter dem Wasserfall durch. Und tatsächlich, da ist ein Mädchen. Bevor wir mit ihr sprechen, gucken wir mal kurz hier hinter ihr nach. Dass wir das auch noch aufdecken. Dem Gesamtbild halber. Also ja, hier ist ein schöner See. Genau, über den, so, da können wir sogar drüber laufen noch. Da ist das Wasser seicht. Und ja, wir haben hier das Gebiet aufgedeckt. Ach, jetzt müssen wir noch das Fitzelchen da oben aufdecken. Aber wir müssen eh da hoch, um den Kartenrand zu verlassen nachher. So, Kleine, was machst du denn hier ganz alleine? Und weinst auch noch. Schluchz. Pixie, meine Katze. Sie hat hier am Wasserfall gespielt und ist ausgerutscht. Schlief, ich hoffe, hier ist nichts passiert. Das liebe Kind Trien hat mich durch einen Tränenschleier gebeten, ihre Katze aus dem Wasserfall zu retten. Ich bringe es zwar nicht über mich, ihr das zu sagen, doch ich befürchte das Schlimmste. Okay, jetzt müssen wir hier unten am Wasserfall gucken. Oh, den können wir sogar plündern. Ja gut, das habe ich gewusst, aber ich habe mich jetzt mal so überrascht. Ja, ich habe ihn absichtlich nicht sofort geplündert, als wir dann vorbeigegangen sind. Einfach, weil das dann wieder out of Rollenspiel gewesen wäre. Also, Talisa und Imoln, ihr sucht mal beide da unten nach der Katze, der Rest wartet oben. Imoln hat ja ein bisschen schärfere Augen als Talisa, die hat ja auch den Ring gefunden. Imoin muss auch scharfe Augen haben, wenn sie eine Diebin ist. Was? Gut. Und wir finden die Katze. Leider ist sie aber tot. Die arme Katze scheint sich zu nah an die tosenden Wasserfälle, wo ihr sie gefunden habt, herangewagt zu haben. Ihr klitschnasser und zersplitterter Körper zeigt keine Lebenszeichen mehr. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass in Baldur's Gate auch einiges an Dramatik vorhanden ist. Also es passiert uns sehr viel Mist. Es passiert anderen Leuten sehr viel Mist. Unter anderem der Frau von dem Bergarbeiter zum Beispiel. Aber es gehört einfach dazu und macht das Spiel auch aus. Ich will zu meiner Mami. Ja. Und dann kommt wieder der schwarze Humor, der das Ganze ausgleicht. Ist schon gut. Das hat sie schon mal gemacht. Papa kann sie einfach wieder aufwecken. Hier, ihr könnt diese Schriftrolle haben. Mein Papa hat sie mir gegeben, aber ich kann sie sowieso noch nicht lesen. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo.
Übrigens, jedes Mal, wenn sich unser Ruf verbessert, hat irgendeiner was dazu zu sagen. Nein, wäre auf eure Taten stolz. Genau, Khalid. So, Tagebucheintrag. So wie es sich anhört, ist das nicht das erste Mal, dass Triens Katze stirbt. Neun Leben, heiliger Strohsack. Gib mir einen eigenen Nekromanten und ich mache es ihr nach. Nur, dass ich dann wahrscheinlich ohne Haare und Haut aufstehen werde. Sie hat mir immerhin eine der Schrifttreuen ihres Vaters gegeben. Was auch immer es sein mag, es ist sicher interessant. Danke, dass ihr Pixie so schnell gefunden habt. Das war sehr freundlich von euch. Ja, du solltest dann... Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Du solltest dann mal nach Hause gehen, Kindchen. So, wir haben eine Schutzformel gefunden. Die gebe ich mal Yahira, die sammelt dann unsere Schutzformeln. Und dem Bild nach zu urteilen, ist das eine Schutzformel nicht gegen Untote. Also ja, wir müssen diese Formel erst noch identifizieren. Ja, genau, könnten wir gleich mal machen. Ja, Schutzformel gegen Untote. Eine Schutzformel gegen Untote baut einen Schutz mit einem Radius von einem Meter um das Ziel herum auf. Sie schützt die Person immer... Person innerhalb dieses Kreises vor allen körperlichen Angriffen durch Untote wie Graus, Geister, Ghouls, Skelette, Zombies und so weiter. Sie bietet allerdings keinen Schutz vor magischen Angriffen und verliert nach 10 Phasen ihre Wirkung. Ja. Das heißt also, Skelettbogenschützen können immer noch durchschießen. Wie sieht es mit Erfahrungspunkten so aus? Khalid könnte demnächst mal aufsteigen. Yahira braucht noch eine Weile. Imoen braucht auch noch ein gutes Stück. Dyna hier auch. Naja, als nächstes wahrscheinlich Khalid, dann Minsk, dann wieder... dann könnte Yahira dran sein. Die braucht hier ungefähr ja 11.000 Erfahrungspunkte. 1100. 1100 Erfahrungspunkte braucht sie. Fürs Level Up. Fürs nächste. Noch mehr Zwarte. Die sind wir immer noch nicht los, hä? So. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr. Ich tue mein Bestes. Ja, beinahe unter meiner Würde. So. So. Was wollt ihr? Gut, gucken wir hier. Noch kurz zu Ende. Dann haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Also ich muss ehrlich sagen, dass ihr seht, richtig nice aus. Der See mit dem Wasserfall und allem. Auch wenn wir da eine tote Katze drin gefunden haben, die bald nicht mehr tot ist. So, das Gebiet ist abgehakt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu diesem Gebiet weiter. Und hier Quick Save. Genau, Imoen beschwert sich schon. Rasten wir. Okay, und werden von Ogern überrascht. Au. Ich tue mein Bestes. Ich verliere an Kraft. Heldenhaft als Mut. Heldenhaft als Mut. Ja, unter meiner Würde. Hat jemand noch einen Heilzauber? Ja, gegenwärtige Autoritätsperson. Was wollt ihr gut? Ja, das ist nicht so schön. Au. Okay, ein Ogre ist schon mal weg. Au. Da der zweite haut ordentlich rein. Das war sogar ein Berserker. Ihr habt eine Aufgabe für die Gruppe. Hilfe. Es kommt da auch noch ein Bär. Gebirgsbär oder was? Das eine war ein Ogre-Berserker. Oh, der hat sogar ein Schwert. Autsch, da hat's Khalid erwischt. Das war nicht so toll.
Bitte Quicksave. Kommen die Oger nochmal? Ja. Jedenfalls ein Oger.